Ja, wir befinden uns hier im Revier der österreichischen Fischereigesellschaft Stausee-Thurnberg, gemeinsam bewirtschaftet mit der Gemeinde Krumau. Wir haben heute unsere Feuerprobe bestanden. Der Stausee war in den letzten fast 3 Monaten abgelassen. Es wurden Revisionsarbeiten an den Staumauern bzw. an den Ablässen durch die EVN durchgeführt. Die Fische haben wir über den Grundablass, den man im Hintergrund sieht, einfach im Sommer durchschwimmen lassen und haben heute den Tag gehabt, wo wir unsere Fische wieder bergen und erfolgreich in den See zurückgebracht haben. Den Großteil der Arbeiten haben wir mittlerweile geschafft, dank unserer vielen freiwilligen Helfer, die in Summe mit den Vorbereitungsarbeiten wahrscheinlich an die 100 Personen betragen haben, haben wir die Fische sehr gut bergen können. Es waren sehr viele große Karpfen, wie erwartet im See, aber auch sehr viele große Zander bis fast 1 Meter Größe und Hechte bis 1,20 Meter, die wir bergen konnten. Wir haben die Fische gesund und wohl wieder in den See zurückverbracht und dort warten sie jetzt dann im nächsten Jahr auf die Erfolge der Fischer.